Was ich jetzt noch ansprechen wollte, was ich euch jetzt mal erzählen möchte, im Hintergrund lasse ich jetzt ein bisschen was hier laufen. Und zwar habe ich das auch schon bei Instagram geteilt. Ich war gerade eben in dem Film Jurassic World. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hallo Leute, nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und ja, heute möchte ich mir ein paar kleine Themen ansprechen und euch auch ein bisschen was erzählen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erst nochmal einen ganz kurzen Fight hier im letzten CW zeigen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber wir haben ein 45 gegen 45 CW meiner Meinung nach gemacht. Ja, genau. Der ging eigentlich nur darum, dass wir Clan Level 5 erreichen. Hat aber jetzt leider nicht geklappt. Ich habe meine beiden Angriffe gemacht, beide auch ja gut, beziehungsweise den einen nicht ganz so gut absolviert. Einmal habe ich irgendwie 49% und einen Stern geholt, also es war ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ich möchte euch jetzt aber nicht diese Fights zeigen, sondern einen Angriff auf mein Dorf. Und zwar hat mich die Nummer 3 angegriffen und den Fight werden wir uns jetzt mal angucken. Ich bin hier der Einzige, meiner Meinung nach, von den Rathaus-Szenern, der gethreestart worden ist. Es ist wirklich, ja, ein bisschen bedrückend, aber naja, wir gucken uns jetzt den Fight trotzdem mal an. Ich habe auch selbst zu mir gesagt, ja, was soll ich da auch anderes machen? Auch der liebe Tim, also Blue Line, hat auch gesagt, was soll man gegen Max Helden und alles machen? Und der ist halt hier mit einer Goiwi Army reingegangen und ist hier einfach mal so über meine Base rübergefegt. Das war echt ganz schön krass, was der da mit den 40er Helden schon reißt. Und ja, meine Base ist nun mal noch nicht maxed out von den Verteidigungsgebäuden her. Und ja, ich weiß nicht, ob meine Base sich wirklich sehr gut dafür anbietet, mit GoWiWi die anzugreifen, weil halt auch ein Inferno auf Multi geschaltet ist. Ich habe keine Ahnung, warum er ausgerechnet meine Base gewählt hätte, auch weiter unten irgendwie welche nehmen können. Ich war, glaube ich, der Meinung, dass meine Base sich einmal verteidigt hat und jetzt hat halt mich jemand angegriffen von sehr weit oben. Ich bin halt die 25 und er ist die Nummer 3, da seht ihr auch schon diesen krassen Unterschied. Und ja, er hat halt einfach meine Base vollkommen überrannt. Ihr seht hier, Queen hat er sogar schon am Anfang gezündet. Ich habe keine Ahnung warum, ob das aus Versehen war oder nicht, aber er hat trotzdem halt die, ja, 3 Sterne geholt. Aber naja, es kann nun mal passieren. Ich kann mich halt auch nicht gegen alles verteidigen. Und oftmals hält die Base einigermaßen, aber nun ja. Diesmal ein Dreier kassiert, nächstes Mal verteidigt sie sich vielleicht wieder ein bisschen besser, aber wie gesagt, man kann sich halt nicht gegen alles schützen und da gibt es auch meiner Meinung nach momentan keine Base, die sich wirklich nicht 3-Stun oder 2-Stun oder 1-Stun lässt. Also, naja, ihr seht allgemein hier, der Einzige, der sich hier oben einigermaßen verteidigt hat, war hier Oxy und Danny. Danny hat einen 1-Star kassiert, Oxy hat sich komplett verteidigt. Ansonsten wurde eigentlich jeder mindestens ge-1-Starred, wenn nicht auch ge-2-Starred. Und ja, was ich jetzt noch ansprechen wollte, was ich euch jetzt mal erzählen möchte, im Hintergrund lasse ich jetzt ein bisschen was hier laufen. Und zwar habe ich das auch schon bei Instagram geteilt. Ich war gerade eben in dem Film Jurassic World. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich würde sagen, ich lasse mal hier irgendwo einen Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch mal den Trailer angucken. Der ist zwar nicht ganz so berauschend wie der Film an sich, das kann ich euch vorher sagen, aber man kann schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Ich war selbst gerade mit einem Kumpel da. Der Film geht, glaube ich, 1 Stunde und 125 Minuten. Und ich muss sagen, Leute, falls ihr irgendwie jetzt gerade Zeit habt oder falls ihr ein bisschen Geld zur Verfügung habt, geht einfach in diesen Film rein. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber der ist einfach so geil. Ich habe mir den mit einem Kumpel angeguckt. Ich habe auch die Parts davor geschaut oder die Filme davor und ich muss sagen, der Film hat eigentlich alles übertroffen. Ja, es geht halt, kann ich euch ein bisschen jetzt so erzählen, um Dinos, beziehungsweise um modifizierte Dinos, so eine wie nennt sich das nochmal? Mutierung, Mutation, Genmutation, glaube ich. Und da ist halt so ein Produkt, wird es so genannt, ausgebrochen und hat halt so dem ganzen Park zerstören auch einige Menschen getötet und das war auf jeden Fall echt krass. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber wie gesagt, falls ihr den Film noch nicht kennt, müsst ihr da unbedingt mal reingehen. Ist zwar ein bisschen länger, bei uns im Kino gab es sogar die Möglichkeit, diesen Film in einer D-Box zu schauen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr da sowas kennt, aber es ist halt, der Film lief halt in 3D und bei uns im Kino gibt es halt so welche Sitze, und die
bewegen sich halt in dem Sinne mit dem Film mit und haben halt auch irgendwie so Subwoofer mit integriert. Also ich habe mich selbst da einmal vor dem Film einmal kurz reingesetzt beim Vorspann, also bei der Werbung. Meistens laufen bei uns hier noch viele Werbespots vor dem Film. Ich habe keine Ahnung warum, ich sehe doch immer fast nur die gleiche Werbung. Ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll. Die sollten da vielleicht mal wenigstens ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber naja, darüber will ich mich jetzt nicht aufregen. Und ja, einige saßen da halt drin. Ich habe da auch einen Kumpel von mir getroffen, der saß auch in so einem Sitz drin. Das war halt vollkommener Zufall, dass er halt auch in dem Kino war und auch noch in diesem Sitz saß. Und er hat einfach gesagt, das war einfach der Ultra-Burner. Also ja, die ganze Kombination, meinte er, war ultra krass. Und bei uns war es auch so, der Film war eigentlich fast komplett überfüllt. Kann man schon fast sagen, normalerweise, wenn ich irgendwie mit einem Kumpel oder so ins Kino gehe, ist da eigentlich fast nie was los. Aber heute war halt Sparmontag oder wie man das nennt. Und da waren halt einige Leute deswegen schon da. Ich denke auch mal wegen dem Film. Und da war eigentlich fast, in Anführungszeichen, jeder Platz besetzt. Also, ja, die meisten haben auch im Nachhinein, habe ich so ein bisschen mitgekriegt, gesagt, dass der Film echt cool war. Und ich muss selbst auch sagen, der Film war echt cool. Also ist so eine kleine Empfehlung von mir. Wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Und das ist auch kein, in Anführungszeichen, Product Placement oder sowas. Aber ja, da wollte ich einfach nur mal drüber reden. Ansonsten, was ich gleich noch machen möchte, noch einen kleinen Live-Angriff mit euch. Ich habe gerade noch mal Truppen hier trainiert. Und da möchte ich gleich noch mal einen kleinen Live-Angriff mit euch machen. Und ja, was ihr vielleicht auch schon im Titel gelesen habt, ich habe, keine Ahnung, das ist passiert, als ich im Kino war, heute bzw. gestern, wenn ihr das Video seht, die 6000 Abonnenten geknackt. Ich habe jetzt mir selbst gesagt, ich mache kein Special, das liegt ganz einfach daran, weil das andere Special gerade erst von mir hochgeladen worden ist, beziehungsweise ist gerade mal eine Woche her oder so. Und ja, wie gesagt, dieses Mal kein Special, das nächste wird vielleicht bei 7,5k oder sowas kommen oder bei 8k, also erstmal jetzt nicht, soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als ob ich das nicht schätze von euch. Ich freue mich eigentlich über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt und der irgendwie meine Videos schaut. Ich finde das einfach so cool, dass es da draußen Leute gibt, die einfach meine Videos gucken, das hätte ich früher irgendwie nie gedacht, aber naja. Wie gesagt, diesmal kein Special, vielleicht irgendwas Kleines, vielleicht kann ich euch sagen, ja, schreibt mir nochmal was in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Einige haben jetzt geschrieben, ich soll nochmal Battle Review demnächst machen, mache ich auch. Ich denke mal, wenn ich es schaffe, direkt schon morgen. Das war halt noch so ein Wunsch, den ich halt auch angefordert habe im letzten Video, weil es war nicht ganz so lang. Und da habe ich halt am Ende nochmal in dem kleinen Abspann gesagt, dass ihr nochmal einen kleinen Videovorschlag in die Kommentare schreiben sollt. Und haben einige geschrieben, Base Review, und das mache ich dann natürlich auch vielleicht auch diesmal ein bisschen länger, vielleicht an die halbe Stunde oder so, muss ich mal gucken, wie ich Zeit finde, aber ich denke mal so als Mini-Special, so ein etwas längeres Base Review, ich denke mal, das müsste ich einigermaßen hinkriegen. Bekommt ihr hier noch das Rathaus? Oh, sieht ganz danach aus, hätte ich gerade gar nicht gedacht. Okay, mit Balloonien angegriffen. Naja, Max Out Base, ein bisschen inaktiv, aber trotzdem 2 Sterne geholt. Ja, momentan unser Clanwar-Gegner, gucken wir mal ganz kurz, 80 gewonnene Kriege, wir haben 22, gucken wir mal ganz kurz mein Gegenüber an, der CW beginnt noch erst in 14 Stunden, also morgen Nachmittag, mal sehen, ob ich dazu ein Video mache, werde ich mal schauen, aber ich denke mal erstmal ein Base-Review und danach vielleicht nochmal, damit ich schon mal was vorproduziert habe. Okay, den müssen wir eigentlich auch mit Co-Wipe einfach machen können, joa. Doch, den nehme ich auch wieder mit Co-Wipe, eigentlich ist meine Hauptstrategie immer im CW Go-Wipe. Bis jetzt habe ich mich noch nicht so an die Hybrid-Taktiken rangetraut, weil ich das noch nicht ganz so gut beherrsche. Werde ich mal schauen, vielleicht, falls irgendein Rathaus 9er übrig bleibt, dass ich den mal probiere, mit Hybrid anzugreifen. Kann ich euch dann auch mal in den nächsten Videos ein bisschen erklären, was genau es ist, falls ihr es wollt. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt will ich nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Ich würde sagen, ein ganz kurzer Cut, bis der Golem hier fertig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann einen Gegner suche bzw. eingefunden habe. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt hier einen 10-Kapper gefunden. Ich nehme den jetzt einfach mal, weil eigentlich... Ups, ich glaube, ich bin gerade gegen das Kabel gekommen. Aber ich hoffe, was hat man nicht gehört, weil eigentlich auch der Loot einigermaßen geht. Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier einen Golem da und da. Moorbrecher, Moorbrecher, Moorbrecher. Und dann dahinter einige Magier.
Ich hoffe jetzt mal, dass die Golems sich auch in diese Richtung hier orientieren, aber es müsste eigentlich klappen. Okay, Klambo kommt raus, sind nur ein paar Magier drin. Ich würde sagen, wir blitzen aber trotzdem mal kurz. Zack. Ein Problem weniger. So, jetzt setzen wir hier den Sprung. Nochmal ein paar Magier hinterher. Mal kurz warten. Okay, jetzt kommen die Packers rein. Zack, zack, Helden. Hier schon mal den ersten Wut drauf. Okay, es sind jetzt noch ein paar Magier, aber meine Helden gehen jetzt schon mal hauptsächlich rein. Ich würde sagen, wir freezen jetzt mal an der Stelle hier. Ah, schade, Inferno nicht mitbekommen. Aber Stratos müssten wir eigentlich bekommen. Doch, doch, das bekommen wir locker. Queen ist jetzt am Rathaus. Wir zünden sie jetzt. Komm schon, komm schon. Ein Hit noch. Ja, okay, 47% haben wir jetzt. Ja, doch, das geht einigermaßen. Doch, doch. Das werden zwei. Nehmen wir es nochmal hier ein bisschen Gold mit und Elixier. Einfach so, wenn wir noch ein paar Magier übrig haben und ich eh gerade nichts mehr zu tun habe und jetzt gleich auch pennen gehen muss. Also mache ich eh keinen Angriff mehr. Komm schon. Die Mine will ich noch. Dankeschön. Okay, der Packer da oben holt sich noch das. Oh, schade. Ach komm, das holen wir jetzt auch nochmal ganz kurz. So, einfach weil es so ein bisschen schöner aussieht, hier ist auch noch ganz kurz die eine Goldmine und dann läuft es auf jeden Fall. Der Loot-Bonus geht dann natürlich auch ganz klar. Und dann haben wir hier schön einen Gegner platt gemacht. Ah, ich glaube, da hätten vielleicht auch drei Stände möglich sein können, aber naja, ich bin halt noch nicht ganz so geübt mit Cobalt, aber naja, ist ja trotzdem ganz gelungener Angriff, 57%. Und wie viele Pokale? 7, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Dann sind wir jetzt knapp wieder bei 3600. Naja, Leute, ich beende jetzt mal das Video an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, bin ich jetzt mal raus. Sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Video. Lasst natürlich einen Kommentar da, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.